Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein neues Duell. Und heute tritt der neue Ateca gegen den Cougar an. Wir haben euch beide natürlich schon einzeln vorgestellt. Ja? Genau dieses Exemplar und natürlich auch genau dieses Exemplar. Und die wollen wir heute mal exemplarisch für euch vergleichen. Ja? Ist ein doch sehr wichtiges Segment, SUV gerade in diesem Bereich. Und ja, da das Leon Focus Video sehr gut ankam, haben wir natürlich jetzt auch mal den Ateca hier zum Test und testen ihn hier nochmal gegen den neuen Cougar, den wir freundlicherweise für diesen Vergleich vom Autohaus Storz zur Verfügung gestellt bekommen haben, wie alle unsere Ford-Modelle, die wir euch zeigen. Und bevor die Hate-Kommentare schon wieder losgehen mit, wie kann man sowas vergleichen mit ST-Line gegen eine nicht sportliche Line, naja, man kann nicht alles haben im Leben, aber es geht ja hier allgemein um die Fahrzeuge. Wir werden alle Ausstattungslinien durchgehen, beziehungsweise was die Ausstattungen können und was die Ausstattungen können. Und da geht es primär gar nicht darum, was jetzt hier letztendlich steht. Das soll nun mal veranschaulichen, um was für ein Auto es allgemein geht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive. Hier mit dem Vergleich vom Seat Ateca gegen den Cougar hier aus dem schönen Schwarzwald. Let's go! Ja, starten wir gleich mal mit den harten Preisfakten. Ich habe wieder zur Hilfe mein Handy, da habe ich alle Themen, die wir heute durchgehen, aufgeschrieben. Ihr habt ja mich darauf hingewiesen, dass mit einem Zettel das immer so laut ist. Jetzt alles schön digital, ja, dann kleppert auch nichts. Und zwar startet der neue Cougar bei 26.270 Euro. Wenn man aber diesen Preis oder diesen Nachlass von Ford selber schon wieder abzieht, startet er theoretisch bei 22.390 Euro. Der Ateca startet derzeit bei 22.690 Euro. Also um genau zu sein, sogar 300 Euro Unterschied. Ja? Und zwar ganz genau. Beim Cougar gibt es 7 Ausstattungslinien. Die kennt ihr alle vom Trend über Titanium. Dann gibt es die neuen Ausstattungslinien Titanium X, ST-Line X bis hoch zum Vignale. Hier gibt es 4 mit der neuen Experience-Ausstattung, die wir jetzt euch eben auch zeigen, beziehungsweise beim normalen Review euch gezeigt haben. Die hat das Fahrzeug jetzt hier auch. Ist einfach nochmal so eine Offroad-Ausstattungslinie. Die gibt es jetzt beim Cougar nicht. Beim Cougar gibt es das ja allgemein, oder beim Ford gibt es das allgemein ja schon mit der Active-Ausstattung. Active gibt es aber nicht. In Klammer vielleicht auch noch nicht, für den SUV. Grundsätzlich habe ich auch immer davon abgehalten und habe gesagt, das macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, weil der SUV ist ja an sich schon ein bisschen fürs Offroad-Gelände gemacht, aber extra so eine SUV-Variante für ein SUV zu machen, so wie es jetzt Seat hier gemacht hat mit diesen Anbauteilen, die das Ganze natürlich nochmal so wirken lassen, macht letztendlich dann doch wieder Sinn. Aber es muss nachher jeder selber wissen. Dann sind wir noch bei den Preisen und dann habe ich mal den Cougar voll ausgestattet, das heißt die höchste Ausstattungslinie Vignale genommen und hier in dem Fall FR-Line, was aber den gleichen Preis darstellt wie die Experience, also man kann das eigentlich beides nehmen, FR-Line und Experience, habe jetzt aber mal FR-Line genommen und hier eben Vignale und da lande ich beim Cougar bei einem Endpreis von 49.270 Euro, wenn man den Abzug wieder nimmt, sind es 42.877 Euro. Ich weiß natürlich nicht, welcher Preis letztendlich dann für euch gilt. Alle Preise sind natürlich auch ungehandelt. Der hier ist dann voll ausgestattet bei 48.364 Euro. Alle Preise zum Drehzeitpunkt hier Anfang Oktober 2020. Genau, dann habt ihr schon mal die Preise. Gleich mal auch vorweg, ich werde heute keine Stellung dazu nehmen. Auch im Fazit werde ich nur noch mal Vor- und Nachteile der Fahrzeuge preisgeben. Meine Meinung hat hier nichts zu suchen. Ja, es ist einfach ein Video für euch, dass ihr die zwei Fahrzeuge schön miteinander vergleichen könnt. Genauso wenig werde ich heute aufs Design eingehen, denn auch das ist Geschmackssache. Genau, und dann legen wir mal los. Ich habe mir verschiedene Punkte natürlich rausgesucht. Wir werden nachher auch über Motoren sprechen, aber was vielleicht schon mal wichtig ist bei so einem SUV, ist das Thema Allrad. Und da haben wir beim Seat halt derzeit 2 Allradmotoren. Ja, wir können einen Diesel-Allrad nehmen und einen Benziner, während wir hier beim Cougar nur bis jetzt eine Allradversion haben. Sprich, da wäre dann der Seat im Vorteil, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte lieber den Motor fahren, habe trotzdem die Möglichkeit, einen Allrad zu nehmen.
Dann bleiben wir noch an der Front, dann gehen wir an die Seite und nach hinten. Und zwar gehen wir auf das Thema Assistenzsysteme ein. Sie sind beide auf dem neuesten Stand. Ja, also sie bieten alle, eigentlich alle wichtigen Assistenten, die man heutzutage braucht. Zum Beispiel den Auffahrwarner, ja, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenassistent. Das haben die alle. Was jetzt aber der Seat hat, was der Kuga jetzt nicht hat, ja, zumindest noch nicht, da wird ja auch immer mal wieder ein Update geliefert, ist, er hat jetzt den Travel Assist und den Trailer Assist. Das hat der jetzt so nicht. Was macht das Ganze? Der Trailer Assist ist einfach der Einparkassistent mit Hänger. Das habe ich jetzt bei Ford noch nicht gesehen. Und was hat der noch? Das gefällt mir persönlich richtig gut. Der Travel Assist. Das heißt, ich stelle eine Geschwindigkeit ein, ja, und das funktioniert dann mit ACC. Bis dahin hat das Ford natürlich auch. Hält also automatisch den Abstand, den ich eingestellt habe, und natürlich auch die Geschwindigkeit. Sei denn, ich komme dem vorausfahrenden Fahrzeug näher, dann bremst er automatisch. Soweit so gut. Soweit kennen wir das auch. Bieten bis dahin auch beide an. Was jetzt aber der Seat im Vorteil zum Ford hat, was der Ford eben noch nicht bietet, ist, dass er hier auch Geschwindigkeiten selber ändert. Sprich, ich fahre jetzt 100, hat das eingestellt und komme dann auf eine Ortschaft zu, dann erkennt er das mit Kartenmaterialien und so weiter und bremst dann schon mal auf die 50 ab, die in dem Ort gelten sollten. Sollte er mal was nicht wissen, durch Kartenmaterialien arbeitet das Ganze mit den Verkehrszeichenassistenten, sprich, er sieht, hoppla, hier in dem Ort ist jetzt eine Baustelle, hier ist 30 und bremst dann auf 30 ab. Das Gleiche ist, er bremst bei Kreisverkehren, er bremst, wenn man abbiegen möchte. Also es ist einfach so, dass man den eigentlich immer aktiviert lassen kann. Und das bietet halt der Ford einfach noch nicht. Dafür bietet der Ford was, was ich jetzt auch mal zum Assistenzsystem dazu zähle, weil es Ford dazu zählt. Wir blenden euch mal ein Detail ein, weil ihr es von da nicht sehen könnt. Und zwar, wenn ich hier die Türen aufmache, hinten und vorne, haben wir einen Türkantenschutz, der automatisch rausfährt. Somit, gerade wenn ihr hinten Kinder drin habt, aber auch ihr selber vielleicht mal etwas in Gedanken seid und nicht aufpasst und die Tür dann an das gegenliegende Fahrzeug, wie jetzt zum Beispiel hier der Seat, stößt, dann ist nicht nur die Tür des Nachbarn, sondern auch eure Tür geschützt mit dem Türkantenschutz und es sind keine Kratzer vorhanden. Genau, das war es schon mal zum Assistenten. Was noch zu den Assistenten gehört, ist das Thema Scheinwerfer, also Licht. Der Kuga kommt serienmäßig mit Halogenscheinwerfern. Das ist natürlich jetzt auch nicht so gut. Der Ateca kommt dafür schon mit LED-Licht serienmäßig. Bis dahin denkt ihr, okay, der Seat hat gewonnen beim Thema Licht. Nicht ganz, denn bei Seat hört es dann aber auch schon wieder auf. Also es gibt dann einfach LED-Licht, Voll-LED-Scheinwerfer und das war's. Kann man nichts dazu buchen, nichts. In den höheren Ausstattungslinien gibt es noch einen Fernlichtassistent, der schaltet dann automatisch an und aus. Das sieht aber anders beim Ford aus. Hier können wir bis zu adaptiven LED-Scheinwerfer upgraden, sprich Dauerfernlicht fahren, ja, und der gegenkommende Verkehr sowie der vorausfahrende Verkehr wird ausgeblendet. Ihr könnt trotzdem alles sehen, ja, Verkehrszeichen und so weiter. Das heißt, Thema Licht würde dann der Kuga gewinnen, weil das ist einfach unschlagbar. Noch ein Punkt, und da sind wir eigentlich mit den Assistenten auch schon durch, ist Kameratechnik. Da gewinnt dann wiederum hier unser Seat, denn der hat optional eine 360-Grad-Kamera. Das heißt, an den Spiegeln zwei, vorne eine und hinten eine. Das bietet der Kuga nicht an. Der bietet lediglich eine Rückfahrkamera an und zusätzlich noch Split View, also eine Frontkamera. Ich meine, der hat die auch. Genau, die sehen wir hier. Aber wir können keine 360-Grad-Kamera dazu buchen. Lediglich eben noch eine Frontkamera. Hilft auch schon wahnsinnig, aber man muss halt da einfach dazu sagen, hier gäbe es, hier nicht. Sprechen wir über die Seite. Wir fangen beim Seat an und wandern dann rüber zum Kuga. An der Seite erzähle ich euch Folgendes, und zwar, wie viele Farben ihr auswählen könnt. Beim Seat ist es 10 Farben könnt ihr da wählen. Wir haben jetzt hier die neue, falls ihr das auch gleich wissen wollt. Okay, die Farbe gefällt mir nicht, die nehme ich. Das ist Dark Camouflage. Ja. Ihr könnt auch gerne jeweils immer die Reviews noch anschauen, falls ihr euch jetzt für ein Fahrzeug dann entscheiden solltet. Da habt ihr dann wirklich alle Informationen, die wir euch geben können. Geht auch noch mal über eine halbe Stunde mit. Von der Bereifung geht es hier beim Ateca mit 16 Zoll los und endet dann letztendlich bei 19 Zoll. Da habt ihr also diese Spanne. Natürlich kommt es auch auf die Ausstattungslinien drauf an. In der unteren könnt ihr natürlich die 19 Zoll nicht dazu buchen, in den höheren dann schon. Zwei Sachen sage ich noch an der Seite, und zwar Keyless-Go-System haben wir hier nur vorne, hinten nicht. Ja. Und wir haben hier aber auch die optionale Möglichkeit, hier ein Panoramadach dazu zu buchen. Das haben wir jetzt hier auch gemacht. Das sind die zwei Punkte, die ich hier an der Seite nennen möchte. Dann sprechen wir über die Seite vom Kuga. Hier gibt es 11 Farben, die ihr wählen könnt, und wir haben jetzt hier das Obsidian Schwarz. Dann startet es hier bei 17 Zoll, ja, und
bei beiden allerdings immer mit Alubereifung. Ja. Also auch beim Seat gibt es keine Stahlfelgen mehr mit Radkappen. Wie gesagt, Obsidian schwarz und bei 17 Zoll startet es hier bis insgesamt 20 Zoll. Ja. Das ist aber dann nochmal so eine Option, die ihr dazu buchen müsst, theoretisch bis 19 Zoll. Und dann gibt es aber für Vignale und ST-Line nochmal jeweils eine 20 Zoll Felge, die ihr dann immer noch on top dazu buchen könnt. Aber wie gesagt, es gibt 20 Zoll und die sehen auch richtig schick aus. Dann die zwei Punkte, die wir auch beim Seat genannt haben. Keyless Go hat das Fahrzeug natürlich auch, aber, und das ist der große Punkt, vorne und hinten. Ja. Unheimlich wichtig, sehen viele vielleicht nicht so, aber mir geht es einfach darum, wenn ich es hinten nicht habe, dann muss ich jedes Mal erst nach vorne greifen, aufmachen, dann kann ich hinten was einladen und dann muss ich vorne wieder zumachen. Wenn ich das Ganze halt hinten habe, kann ich halt alles ganz schnell hinten reinmachen. Ja. Ranfassen, Tür auf, was reinschmeißen, Tür zu, Keyless Go, weglatschen, ist also mindestens, ja, würde ich mal sagen, 10 Sekunden schneller. Ja. Und wenn man es halt eilig hat, sind 10 Sekunden viel. Und Panoramadach, das bietet es hier, oder das bietet Ford hier für den Kuga natürlich auch an. Am Heck erzählen wir euch was zu den Rückleuchten, Rückfahrkamera, Kofferraumvolumen, Anhängelast, damit wir euch schon mal abholen, um was es hier geht. Hier ist alles in Voll-LED, ja, und neuerdings jetzt mit dem Facelift auch die Blinker, ja, in dynamischem Fließblinkdesign. Muss nicht sein, aber LED ist halt doch auch schön. Und die Rückfahrkamera ist allerdings außenstehend, das heißt, sie verträgt ganz gern mal mit einer Waschdüse versehen, aber trotzdem ist es nicht ganz so schön, wie wenn es einfährt. Und dann sprechen wir auch gleich über das Kofferraumvolumen. Wir haben die Option, elektrische Heckklappe dazu zu buchen, ja, mit Trittfunktion, das geht natürlich hier. Und dann habt ihr ein Kofferraumvolumen von 485 Liter bis 1579 Liter. Man kann auch von hier hinten alles umklappen, ja, das ist also kein Problem. Und wir haben hier sogar noch ein richtiges Ersatzrad, also kein Reifenkit oder so einen anderen Bums. Dann haben wir hier noch einen 12-Volt-Anschluss und natürlich sogar einen 230-Volt-Anschluss. Also das müssen wir euch hier noch sagen. Wichtig ist, dass ich mein Handy immer dabei habe mit allen Informationen, denn ich habe vergessen zu sagen, wenn ihr keine Allrad-Variante wollt, dann ist in beiden Versionen, also umgeklappt und nicht umgeklappt, das Kofferraumvolumen 25 Liter größer. Nur damit ihr das wisst. Dann kann ich auch gleich schon wieder zumachen, um euch noch die Anhängelasten zu sagen. Wir sagen euch da einfach die komplette Spanne, die es für den Ateca gibt. 750 Kilo ungebremst, das ist ganz normale Norm, aber bis zu 2100 Kilo könnt ihr mit dem neuen Ateca hier ziehen. Dann sprechen wir über das Heck des neuen Kugas und ihr seht es auch schon, wir haben auch hier LED-Rückleuchten, allerdings Birnchentechnik bei den Blinkern. Gefällt mir überhaupt nicht, verstehe ich auch Ford nicht, die bauen super schöne moderne Fahrzeuge und dann Birnchentechnik, sie sagen, die Kunden möchten das so, weil es halt auch einfacher ist oder billiger. Beim Wechsel, das stimmt, aber LED muss man so gut wie nie auswechseln. Ja. Und es sieht halt einfach viel besser aus. Es muss jetzt nicht gleich dynamisch sein wie da drüben, aber Hauptsache LED. Und das wünsche ich mir von den neuen Ford-Modellen. Das ist ja überall so, auch beim Focus, beim Fiesta, beim was weiß ich, überall. Außer beim Edge, glaube ich, da ist es tatsächlich LED. Muss auf jeden Fall anders sein. Ansonsten ist auch das wirklich schön, aber um Design sprechen wir ja heute nicht. Rückfahrkamera ist auch außenstehend, auch ein Kritikpunkt. Gleiches Problem wie beim Seat. So, dann geht es aber auch schon mit dem Kofferraumvolumen los. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eine elektrische Heckklappe dazu zu bestellen. Wie ihr seht, haben wir das hier auch gemacht. Kofferraumvolumen sind 464 Liter bis 501 Liter, weil ihr könnt die Rückbank verschieben. Wenn ihr den Hybrid habt, nur 401 Liter, ja, dass ihr das schon mal wisst. Bis zu 1534 Liter sind beim neuen Kuga möglich, wenn ihr die Bänke umklappt. Dann sagen wir euch natürlich, dass hier auch nochmal hier drunter Platz wäre für ein Ersatzrad, wenn also die Möglichkeit besteht auch hier. Allerdings ist hier halt einfach noch das Kit dabei. Ihr müsstet den dann halt irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich dazu bestellen. Auch hier kann man natürlich die Bänke einfach umklappen von hier hinten. Auch die Möglichkeit gibt es hier. Gibt es allerdings nur einen 12-Volt-Anschluss. Der 230-Volt-Anschluss fehlt hier. Auch das mache ich wieder zu, um euch dann noch was zur Anhängelast zu zeigen. Auch hier wieder die komplette Spannbreite. 750 Kilo im ungebremsten Zustand. Also wenn ihr keinen gebremsten Hänger fahrt, solltet ihr das tun, dürft ihr 2100 Kilo ziehen. Also dasselbe wie beim Ateca. Dann sprechen wir kurz über die Motoren. Ich werde es nicht alle einzeln auflisten, das wäre zu müßig. Wie gesagt, wir haben ja beide schon vorgestellt. Wenn euch einer speziell interessiert, könnt ihr beide anschauen. Nur kurz, es gibt natürlich für beide Diesel- und Benzinmotoren. Beim Ateca hat sich da auch ein bisschen was geändert. Aber wenn man es mal die normaleren Motoren ansieht, sind jeweils die 190 PS Motoren die stärksten, außer beim Kuga, da gibt es natürlich noch eine Hybrid-Variante. Und jetzt habe ich auch noch mal gerade noch mal nachgelesen, ganz aktuell, es soll wahrscheinlich, zu 100% sicher ist es noch nicht, aber es soll auch hier eine Plug-in
Variante kommen. Ja. Also sie sind dann beide quasi modern unterwegs, wenn man so möchte. Man kann also für beide dann einen Hybrid bestellen, wenn man das dann möchte. Wie gesagt, es gibt für beide Diesel und Benziner. Allrad gibt es hier zwei bis jetzt und hier halt einen. Und das soll es bei den Motoren auch schon gewesen sein. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, und damit ihr da ein bisschen, ja, dass wir da euch ein bisschen abholen konnten, was es denn da gibt an Motoren. Ich schätze, dass hier vielleicht auch noch Erdgas kommt, da sehe ich da vorne. Das sehen wir hier beim Ford nicht. Dafür gibt es hier dann auch die Entscheidung Hybrid oder Plug-in Hybrid. Dann herzlich willkommen im ersten Innenraum, und zwar vom Ateca. Und um das Ganze auch nicht ewig in die Länge zu ziehen, wir haben hier eine Beats-Anlage, optional. Serienmäßig ist es natürlich eine Serienanlage, ganz klar. Dann haben wir hier die Möglichkeit, ein Panoramadach zu verbauen. Das habe ich euch außen schon gezeigt. Aber einmal, dass ihr eben seht, wie groß es ist. Das ist also größer, würde ich sagen, wie beim Kuga. Es geht wirklich ganz weit nach hinten. Und so hat auch die hintere Sitzreihe was davon. Zu den Sitzen, es gibt Stoff bis Alcantara, bis auch zum feinen Leder. Und ansonsten gehen wir noch aufs Platzangebot gleich ein und natürlich noch auf was anderes. Wir haben die Möglichkeit, ein digitales Cockpit dazu ordern mit verschiedenen Views. Kann man sich alles herholen, was man derzeit braucht. Auch das Navigationssystem. Wir haben ein großes Infotainment-Display, ja, wo man sich auch alles herholen kann. Was auch top aktuell ist, top funktioniert, mit allem vernetzbar ist und auch schnell in der Bedienung ist. Also die geht einfach schnell, wenn ich drauf drücke, ja, zack, ist es da. Und so muss es halt auch sein. Also da dauert es nicht, ja, dass man das irgendwie ewig warten müsste. Das Lenkrad haben wir hier noch, das ist auch fein zum Anheben, hat auch eine gute Haptik, ja, und rutscht mir auch nicht weg während der Fahrt. Ich habe eine Lenkradheizung und natürlich hier dann eben den ACC und mit dem Travel Assistant in Verbindung kann der eben halt auch selber abbremsen. Und ansonsten gehen wir jetzt eben aufs Platzangebot ein. Induktive Ladestation haben wir auch. Memory-Sitzverstellung 3 Stück gibt es hier beim Seat Ateca auch. Ich habe den Sitz auf meiner tiefsten Einstellung. Ich bin 1,85 beim Kuga drüben. Wenn ich es vergesse zu sagen, bin ich natürlich immer noch 1,85 und nicht gewachsen. Trotz Panoramadach, ja, da kommt der Himmel ja noch ein bisschen weit runter, passt hier die Faust gerade noch dazwischen. Ich kann sie zwar nicht mehr bewegen, aber sie passt halt noch dazwischen. Von dem her könntet ihr auch da größer sein. Platzangebot ist hier also super und ich habe hier keine, ja, nicht das Gefühl, dass ich beengt werde. Letzter Punkt, bevor wir losfahren, ist der Materialiencheck. Und zwar weiche Materialien. Dann haben wir hier Leder. Auch da ist alles weich und erst unten kommt dann Hartkunststoff. Dashboard auch weich, alles unterschäumt. Und hier beim klaren Schnitt, ab hier ist es dann Hartkunststoff. So sieht es halt nun mal aus. Genau. Und dann haben wir hier natürlich so Applikationen. Ja, das sieht dann ganz cool aus. Aber da könnt ihr natürlich dann auch von Ausstattung zu Ausstattung was anderes nehmen. Ich denke, das war erstmal das Wichtigste. Jetzt setzen wir uns noch einmal nach hinten, um da noch das Platzangebot zu zeigen. Dann wechseln wir zum Kuga rüber, ja, und zeigen euch da alles. Und dann fahren wir die beiden noch ganz kurz. Da gehen wir aber nur drauf ein. Bedienbarkeit während dem Fahren, Rundumsicht, Komfort, fertig. Und dann geht's zum Fazit. Dann herzlich willkommen hier im Fond des Ategas. Da gehen wir auch grundlegend auf Materialien ein. Die haben sich verschlechtert. Denn wir haben hier oben schon Hartkunststoff, aber hier ist es immer noch beledert um den Arm rum, aber sonst natürlich Hartkunststoff. Dann haben wir hier eine Armauflage, die ist breit genug auf jeden Fall, mit Cupholdern versehen, Isofix an den äußeren Sitzplätzen, zwei USB-C-Anschlüsse, Taschen hier an den Sitzen. Und dann gehen wir aufs Platzangebot ein. Und die Sitzfläche hier ist auch groß genug, da kann man also locker auch mal zu dritt hier hinten sitzen. Panoramadach, wie gesagt, richtig groß, also auch ich sehe hier alles und es geht da sogar hinter mich noch, also da... Ja, besser geht's einfach nicht. Platzangebot habe ich hier auf jeden Fall richtig gut, also richtig viel Platz, wie ihr seht. Vom Kopf ist es so, die Hand, komplette Faust passt nicht mehr dazwischen, aber die Handbreite passt natürlich noch dazwischen. Wie gesagt, nochmal Hinweis, Dachhimmel kam nach unten wegen dem Panoramadach. Ich bin zu 1,85, wenn ihr größer seid, könnt ihr gerne mal Probe sitzen bei eurem Seat-Händler des Vertrauens. Ich habe auch hier überall genügend Platz und jetzt switchen wir rüber zum Kuga, Innenraumcheck, und dann fahren wir die beiden. Dann sind wir auch, wie ihr unschwer erkennen könnt, jetzt hier beim Ford. Wir haben jetzt natürlich das Panoramadach nicht, deswegen können wir es hier nicht zeigen, aber es ist nicht so groß wie jetzt beim Ateca. Vertraut mir, ich weiß es. Materialien, auch hier oben alles schön weich unterschäumt. Ja, hier ist alles weich, zwar nicht beledert, aber auch das ist weich. Die Armauflage an sich ist aber dann wieder beledert oder kunstbeledert. Alles weiter unten ist dann aber auch Hartkunststoff. Das Dashboard als solches ist auch wieder unterschäumt, also auch hier alles weich, aber auch hier, ja, aber auch hier ist dann wieder ab hier alles in Hartkunststoff. Allerdings, was ein Vorteil zum Seat ist, das hier ist nochmal beledert. Das heißt, wenn man hier eben das Knie anschlägt, ist es halt weich gefedert anstatt dieses harte Kunststoff. Ja.
Aber ansonsten sind die Materialien gleich. Auch hier gibt es vom Stoffsitz über den Alcantara-Sitz, den wir hier haben, bis hoch zum Ledersitz alles. Was haben wir noch gemacht? Das Platzangebot machen wir gleich. Auch hier gibt es natürlich die Option, ein digitales Cockpit dazu zu buchen. Auch das haben wir jetzt hier. Das ist natürlich auch sehr schön. Auch da kann man sich alles erdenklich anzeigen. Da schenken sie sich nicht viel. Was jetzt hier halt nicht geht, was beim Seat geht, ist verschiedene Fuse-Anzeigen. Also da ändert sich halt einfach das Design in den verschiedenen Fahrzeugmodi. Aber ihr könnt es nicht das Navi ganz groß machen oder keine Ahnung. Ne? Das geht halt nicht. Aber denke ich, reicht auch aus. Ich meine, das ist halt einfach auch Konzerntechnik von VW. Das ist beim Seat, beim Skoda, beim VW drin. Ford muss sich da auch was Eigenes überlegen. Von dem her finde ich es okay. Aber generell ist das mit der großen Navikarte natürlich schon eine feine Sache. Dann haben wir hier das Sync3-System. Ja, das ist ein etwas kleinerer Bildschirm, wie wir jetzt drin beim Seat haben. Aber auch hier, der ist natürlich auch mit Touch steuerbar. Aber ich zeige euch auch hier mal die Geschwindigkeit. Könnt ihr dann selber entscheiden, wer da schneller ist. Ich drücke drauf. Zack, es ist auch da. Ja. Auch das funktioniert gut. Die Navikartendarstellung habt ihr das auch mal gesehen. Ja. Sieht auch okay aus. Hier kann man auch auf automatisch schalten. Ja. Dann macht er das selber, wie er das gerade denkt. Also auch das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und wie gesagt, der Bildschirm an sich ist halt etwas kleiner. Dann haben wir noch das Platzangebot gemacht. Genau, das machen wir hier auch noch. Und wir haben hier ja das Head-Up-Display. Das gibt es ja beim Seat gar nicht. Wie gesagt, ist aber eine Scheibe. Von dem her nicht ganz so gut. Und wir haben optional eine B&O-Anlage, die ist jetzt hier auch, die finde ich persönlich, wenn man mal meine Meinung ein bisschen hören möchte, besser wie die Beats-Anlage. Jetzt geht es zum Platzangebot. Ich bin immer noch 1,85, wer jetzt gedacht, der sitzt auf der tiefsten Einstellung. Und hier habe ich ein bisschen mehr Platz wie die Faust. Allerdings, wenn das Panoramadach verbaut wäre, hätte ich auch nur noch die Faustbreit Platz. Ansonsten auch hier, das Raumgefühl ist sehr gut. Und dann würde ich sagen, sitzen wir gleich mal nach hinten. Genau. Und zeigen euch das Platzangebot da. Dann herzlich willkommen hier im Fond des Ford Kugas. Wir haben hier auch natürlich Ablagefächer, wie auch beim Seat, aber wir haben hier nochmal einen integrierten Cupholder hier hinten. Aber natürlich auch hier in der Mittelkonsole auch, oder in der Mittelarmlehne, auch die ist breit genug. Allerdings ist die etwas breiter beim Seat. Dafür haben wir hier Sitzheizung an den äußeren Sitzplätzen, nicht nur Isofix. Meiner Meinung nach geht das beim Ateca nicht, Sitzheizung hinten. Wir haben hier auch nochmal einen 230 Volt Anschluss, das haben wir beim Ateca auch nicht. Die Sitzfläche, die zeige ich euch auch mal, die ist auch groß genug, dass man da jemand sitzen kann. Die ist allerdings beim Seat ein Tacken größer. Die hier so eine kleine Tasche am Sitz haben wir hier auch. Das haben wir ja auch beim Ateca gehabt. Materialien haben sich auch hier verschlechtert, ja, und zwar ein bisschen mehr wie beim Seat, weil wir auch hier komplett Plastik haben, alles in harter Variante. Nur lediglich die kleine Armauflage ist noch weich. Finde ich immer ein bisschen arg schade. Ansonsten hätten wir auch hier, wie gesagt, die Option, das Panoramadach zu verbauen. Das wäre nicht ganz so weit nach hinten, wie jetzt das vom Ateca. Platzangebot, die Force passt auch hier nicht mehr dazwischen, aber ein bisschen mehr noch wie die Handbreite. Also die kann ich noch bewegen, aber ich schätze, wenn das Panoramadach verbaut wäre, wäre es auch gleich wie beim Ateca und ich könnte sie nicht mehr bewegen. Ansonsten habe ich auch hier so Einkerbungen und hier auch genügend Platz. Da schenken sie sich nicht viel. Man sitzt hier auch sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch noch eine Sache, was der Vorteil ist zum Ateca. Und zwar, ihr seht es schon, ich kann mir hier variabel die Sitzbank einstellen. Ja? Und das ist natürlich schon ein Vorteil, weil dann kann ich sagen, okay, eigentlich brauche ich jetzt ein bisschen mehr Kofferraum und hinten sitzt gerade eh niemand. Dann stelle ich das natürlich nach ganz vorne, ja? Dann habe ich natürlich schon deutlich mehr Kofferraum. Oder ich sage, aber hinten brauche ich gerade nichts, aber ich will hier bequem sitzen, dann fahre ich das natürlich bequem nach hinten. Die Rückenlehne kann man sich auch einstellen, allerdings in verschiedene Stufen. Das ist die steilste Variante. Dann kann man in die Variante noch gehen und dann kann man in die Variante noch gehen und die flachste wäre dann ganz nach hinten und dann kann ich hier noch natürlich auch noch ein bisschen bequem liegen. Wie gesagt, das hat der Seat nicht. Jetzt fahren wir beide hintereinander und erzählen euch da noch etwas. Dann starten wir hier mit dem Fahreindruck vom Seat, von unserem ersten Kandidaten und wir zeigen zuerst mal die Rückfahrkamera und das ist ja natürlich auch eine 360-Grad-Kamera. Ja, wir sehen auch hier natürlich die restlichen Kameras, dann haben wir einen Blickwinkel von oben und wir haben verschiedene Möglichkeiten, das uns herzuholen. Auch einmal eine Hängerversion, zum Beispiel hier, ja, dass man sagt, okay, hier ist die Deichsel und dann kann man schön sehen, okay, wo muss ich jetzt hin, damit es genau passt. Oder wenn ich einen Parkplatz suche, kann ich auch das hier wählen. Also es gibt hier für jeden etwas. Dann fahren wir gleich mal weiter und erzählen euch dann eben Rundumsicht, Komfort. Und dann habe ich mir jetzt noch einen Punkt überlegt, gerade eben. Der zählt aber so ein bisschen auch zum Komfort hin dazu. Und zwar, wie schält das Getriebe? Ja.
Assistenten haben wir euch schon erzählt, welche es gibt. Da werde ich euch nur noch dazu erzählen, ob sie gut funktionieren oder nicht. Die funktionieren beim Seat, muss man sagen, halt echt wirklich richtig gut. Also ich hatte jetzt eigentlich nicht in der Testzeit, wo wir den hatten, irgendwelche Fehler. Das Einzige, wo er vielleicht mal irgendwas nicht richtig gemacht hat, ist beim Verkehrszeichenassistent. Ja. Da hat er vielleicht mal das ein oder andere nicht erkannt. Aber auch da muss man sagen, nicht oft. Also die Assistenten sind echt gut. Also das muss man einfach lassen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren. Vom Komfort, ich kann den Schalthebel auch noch in Sport schalten. Dann schaltet er etwas sportlicher. Im Sportmodus geht es automatisch rein. Dann merkt man nur ganz leicht, ja, aber eigentlich auch nicht. Normal sage ich das ja immer, dass man im Sportmodus so ein kleines Ruckeln merkt, wenn man dann schnell beschleunigt. Aber das macht er hier auch nicht. Also das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten ist trotz, wir haben ja hier die 19 Zöller drauf, das ganze Fahrwerk richtig komfortabel. Also es gibt echt nicht viel zu meckern. Bodenwellen werden gut weggeschluckt, ja, und es ist ein wirklich sehr komfortables Fahren. Und der ist somit also auch wirklich für die Langstrecke geeignet. Die Bildschirme sind während der Fahrt auch sehr, sehr leicht bedienbar. Also das digitale Cockpit kann ich hier am Lenkrad alles einstellen. Da muss ich also fast gar nicht von der Straße wegschauen. Und das hier ist auch teilweise über das Lenkrad bedienbar, aber halt sonst auch per Touch. Und das geht halt auch sehr gut und schnell, ohne dass ich lange von der Fahrbahn wegschauen muss. Und das ist halt auch wirklich gut. Pluspunkt an der Stelle. Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, wie doch die Rundumsicht. Ich sehe eigentlich überall gut raus beim Ateca. Wir haben auch hinten nochmal ein Fenster an der C-Säule. Ja. Trotzdem ist natürlich die C-Säule etwas breiter und da versteckt sich dann mal ein toter Winkel. Aber ansonsten haben wir eine richtig gute Rundumsicht und ansonsten ja auch eine 360-Grad-Kamera mit Parksensoren, die uns das Ganze dann nochmal erleichtern und helfen soll. Also rundum ein sehr gutes Fahrzeug, auch beim Fahren. Was mich halt nachts gestört hat, ist, dass es kein Matrix-LED-Licht gibt. Genau. Jetzt schwingen wir uns um zum... Hoppla, da hat es gekracht, aber hallo. Jetzt schwingen wir uns aber um, wollen den Unfall gar nicht filmen, in den Kuga. Dann starten wir den Fahreindruck mit dem Kuga. Und hier habe ich natürlich schon mal ein Head-Up-Display, das hatte ich ja beim Seat nicht. Und da sehe ich alle Informationen, die ich brauche. Ja, Navi, Verkehrszeichenassistent und ACC. Wir lassen uns jetzt auch nicht davon beeindrucken, dass wir hier den Schalter jetzt haben. Ich kenne auch das Automatikgetriebe des Kugas. Das schält auch sehr angenehm ruhig. Allerdings, wenn man im Sportmodus ist, dann merkt man da schon auch mal einen Ruckler. Das ist ja beim Seat jetzt nicht der Fall. Ansonsten kenne ich auch den Kuga mit den 19 Zoll Felgen. Nicht mit den 20 Zoll Felgen, aber mit den 19 Zoll Felgen. Und auch der ist komfortabel abgestimmt. Wir haben jetzt hier den ST-Line X, falls euch das interessiert. Das heißt, er ist etwas sportlicher abgestimmt. Trotzdem finde ich ihn sehr komfortabel und er schluckt die Bodenwellen genauso gut eigentlich weg wie der Seat, muss man wirklich sagen. Auch hier haben wir natürlich digitales Cockpit, was ich auch vom Lenkrad aus steuern kann. Das heißt, auch da muss ich nicht von der Fahrbahn wegschauen. Und was wir auch haben, ist natürlich hier unser normales Infotainment-System. Das kann ich auch teilweise vom Lenkrad einstellen, aber halt dann eben auch mit Touch. Und auch da muss man halt nicht lang von der Fahrbahn wegschauen. Da sind sie also auch gleich, ja, muss man einfach sagen. Was wir jetzt vergessen haben, das können wir aber nachher natürlich auch dann am Schluss machen, ist die Rückfahrkamera zu zeigen. Das machen wir hier auch. Das soll hier gar nicht fehlen. Was noch ein Punkt ist, ist die Rundumsicht, die wir hier noch ansprechen. Ich sehe hier auch überall gut rum. Habe hier allerdings ein kleineres Fenster hinten, wie jetzt der Seat. Habe dadurch noch eine größere C-Säule, wie zum Beispiel beim Seat. Also ist der tote Winkel ist etwas größer hinten, wie jetzt beim Seat. Aber auch hier hätte ich ja die Vorderkamera, Rückfahrkamera und auch die Parksensoren, die mir das Ganze dann etwas erleichtern. Ja, und auch die Assistenten, den Punkt hatte ich ja auch noch angesprochen, die funktionieren hier in der Regel auch gut. Allerdings hat auch der hier Probleme noch ein bisschen mehr, wie jetzt zum Beispiel der Seat mit dem Verkehrszeichenassistent. Totwinkel funktioniert gut. Jetzt bin ich kurz verkommen, der Verkehrszeichenassistent, ich muss mich kurz entschuldigen, aber ich habe es ja gleich erkannt, Verkehrszeichenassistent funktioniert hier ein Ticken besser wie beim Seat, aber wirklich nur ein Ticken besser, weil der halt weniger Probleme hatte. Aber was hier schlechter funktioniert, finde ich zumindest, und zwar deutlich schlechter, ist der Spurhalteassistent. Ja? Der Seat hat dauernd schön mittig gehalten und auch immer die Spur erkannt. Und der Kuga hat halt nicht immer die Spur erkannt. Ja, manchmal ist er dann auch einfach geradeaus gefahren. Also der muss hier auf jeden Fall nachgebessert werden. Das ist einfach so. Genau,
Aber ansonsten funktionieren auch hier die Assistenten. Und was der natürlich als Vorteil hat, ist adaptives LED. Das ist natürlich auch ein, ist einfach auch eine Sache, die nicht fehlen darf. Das braucht er sehr noch. Jetzt zeigen wir euch noch die Rückfahrkamera. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon Schluss. Dann habt ihr jetzt hier auch die Rückfahrkamera gesehen. Auch die lenkt natürlich mit. Und wir haben hier gleich auch die Deichsel, dass wir hier für die Hänger alles sehen. Genau, dann habt ihr das auch gesehen. Und jetzt gehen wir zum Fazit. Dann sind wir auch schon beim Fazit angekommen bei unserem Vergleich der neue Ateca gegen den Kuga. Und wie gesagt, ich werde meine Meinung außen vor lassen. Und Design werden wir auch nicht ansprechen, denn das ist reine Geschmackssache. Und was bringt es, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich finde den Seat schöner oder ich finde den Kuga schöner? Müsst ihr wissen. Vor- und Nachteile der jeweiligen. Also es ist eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, weil jeder kann was besser wie der andere. Und somit werde ich euch jetzt nochmal vielleicht die Vorteile und Nachteile aufzählen, was der andere vielleicht nicht hat. Türkantenschutz hat der Kuga, das hat der Ateca nicht. Adaptive LEDs hat der Kuga, das hat der Ateca nicht. Trailer Assist hat der Ateca, hat der Kuga nicht. Head-Up-Display hat der Kuga, hat der Seat nicht. Ihr seht, es gibt immer wieder was, was der Kuga hat, was der Seat nicht hat und andersrum. Rückfahrkamera sind sie beide, wie man es auch nennen möchte, gleich schlecht, sage ich jetzt mal, weil sie halt nicht einfahrbar ist. Dann ist das Head-Up-Display zwar bei Ford verfügbar, aber ich finde es nicht gut beim Kuga, weil es ist so eine Scheibe und es geht nicht direkt an die Frontscheibe. Und gerade große Personen, da kann man sich es halt einfach nicht so gut einstellen. Ein Nachteil hat der Ateca auch noch, und zwar Keyless Go nur vorne. Da ist natürlich der Ford deutlich besser, weil das gefällt mir einfach richtig gut, dass man eben auch hinten Keyless Go hat. Dann Innenraum, von der Qualität her ist der Seat fast ein Ticken besser, aber auch da schenken sie sich eigentlich nicht viel. Da sind sie auch auf gleichem Niveau. Anlagentechnisch finde ich dann den Kuga wieder ein bisschen besser, weil wir haben hier Beats, ja, und hier B&O, und da finde ich B&O einfach ein Ticken besser, muss ich einfach sagen, von meinem Klangbild her. Aber auch da gibt es sicherlich verschiedene Geschmäcker, und der eine oder andere wird sagen, mir reicht Beats völlig aus. Ja. Von Ausstattungsvolumen her sind sie eigentlich auch gleich, wenn man es mal außen vor lässt, dass der Ateca so eine Offroad-Variante anbietet, aber an sich gibt es alles, was man beim Kuga dazu buchen kann, auch hier, außer die Assistenten. Ja, man kann auch Stoffsitze nehmen, das gibt es auch hier, man kann Alcantara-Sitze nehmen, das gibt es auch hier, und man kann insgesamt auch Ledersitze haben. Man hat eigentlich auch alles, was man eben braucht, Panoramadächer und so weiter, elektrische Heckklappen, das bieten sie halt wirklich auch beide. Bleibt die Frage, was ist das bessere Auto? Das kann ich euch nicht erzählen. Ich habe euch jetzt alles erzählt, was uns, ja, oder uns wichtig vorkam. Wir haben euch die Technik erklärt, beziehungsweise gezeigt, was hat der eine, was hat der andere nicht. Und jetzt müsst ihr es entscheiden. Mich würde natürlich interessieren, was ihr denkt. Ein Vorteil ist mir noch eingefallen beim Ateca zum Beispiel. Der hat die 360-Grad-Kamera. Das gibt es ja hier nicht. Hier gibt es lediglich Front- und Rückfahrkamera. Ja. Ich denke, wir haben euch so ein bisschen zeigen können, und hoffentlich war es jetzt auch okay, dass wir Ford mit Seat verglichen haben. Letztes Mal beim Leon gegen den Focus war ja noch der Golf 8 dabei, und da hieß es ja, VAG gegen VAG ist ja nicht sinnvoll. Deswegen haben wir jetzt hier auch den Tiguan bzw. das VW-Brüderchen mal nicht dazugestellt. Wir machen sicherlich weiterhin Vergleiche, weil mir das einfach Spaß macht und bei euch auch gut ankommt. Und jetzt bin ich gespannt, wie der Vergleich ankommen wird, ja, weil es wirklich zwei interessante Fahrzeuge sind, auch zwei relativ neue, also der sowieso, den Kuga haben wir jetzt schon ein bisschen euch schon vor kurzem vorgestellt, aber ist ja immer noch top aktuell, und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr jetzt sagen werdet. Welchen würdet ihr überhaupt einen davon nehmen? Ja, auch das ist ja eine spannende Frage, weil dieses Segment ja doch sehr groß ist, und wenn ihr jetzt einen von den beiden nehmt, dann ganz wichtig, welchen und natürlich auch warum. Ja. Was ist da für euch entscheidend? Ja, weil zum Beispiel für mich wäre natürlich jetzt auch so ein K.O.-Kriterium, weil der hier hat adaptive LEDs, und das ist mir halt sehr wichtig, was der hier nicht hat. Ja, dafür hat der zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera, was der nicht hat, ist Schichtschieberei. Schreibt runter, was ihr denkt, was ihr schöner findet, was ihr besser findet. Mich interessiert es wirklich, gerade bei so Vergleichs. Und lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vergleich wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und natürlich auch abonnieren und die Glocke drücken, weil dann wachsen wir immer weiter und können euch immer mehr Videos, aber auch Vergleiche zeigen. Dann bleibt mir nichts anderes, wie euch einen schönen Tag zu wünschen hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem Kuga und dem Ateca. Und bis zum nächsten Mal.